Hallöchen und willkommen an diesem wunderschönen Mittwoch. Zurück zu Detlef. Minecraft Detlef. Hallo. Mit Sander und Kunga. Hallo. 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 Micha. Hallo, Leute. Micha. Ja. Du musst mir helfen. Warum? Spaß. Junge, da macht man keine Scherze, ne? Womit? Da macht man keine Scherze. So, also Leute, wir müssen uns jetzt mal absprechen, da wir ja jetzt schon wieder wirklich gut dabei sind. Was brauchen wir noch alles? Weil wir haben ja noch zwei Diamanten, ne? Wir haben jetzt das Obsidian-Portal, wir haben zwei Diamanten. Wir könnten ja rein theoretisch schon ein Enchanting-Table machen, richtig? Ja, instant eigentlich sogar. Mhm. Und wir können auch in den... Naja... Ja, nee, dann will ich diese Folge auf jeden Fall noch nicht reingehen. Das können wir am besten in der nächsten Folge machen. Ja. Dass wir uns erstmal nochmal ein bisschen besseres Equipment suchen, weil ohne Scheiß sterben wir, ist richtig asozial. Wir brauchen aber, ne, Dingens. Was? Halt. Blazeboards. Nee, XP. Die Frage ist, gibt Quarz immer noch so viel XP? Meine ja. Quarz bringt immer noch XP, aber das bringt uns nicht, solange wir noch überhaupt gar keine Bücher haben, Digi. Easy, locker. Dann farmst du die ganze Zeit, Early Boy, ne? Und dann, was dann passiert, ist, dass einer von uns stirbt. Genau, ihr stirbt und ich überlebe. Ja, und dann sind die XP umsonst gefarmt und das macht keinen Sinn. Deswegen können wir besser sagen, wir warten und machen dann das Dingens, wenn wir ready sind dafür. You know what I mean? I know what you mean. Kunga, wo bist du? Ich muss dir was zeigen hier. Ich bin unten in der Mine. Ich hab dir was mitgebracht, komm mal her. Komm jetzt nicht her, ich bin vor weit in der Mine drin. Du musst. Geht nicht. Du musst. Komm du runter. Geht nicht, das kann ich dir nur hier oben zeigen. Okay, warte. Ich habe etwas für dich organisiert. Dann komm ich hoch und tu direkt meinen Job bei den Kühen erledigen und so. Bisschen Penetration am Euter und so. Kennst du, ne, Micha? Ja, klar, natürlich. Ich liebe das. Das mal hauptberuflich gemacht damals. Hat mir jemand erzählt, letztes Jahr auf der Gamescom. Was? Euter-Penetrierer. Ja, ich bin immer hingegangen, hab da immer gegen geschnipst. Ja, nicht nur geschnipst, du hast richtig dran gesogen mit deinen Lippen und so. Was laberst du denn? Das hast du doch, ich hab sogar ein Video davon gesehen. Mhm, ist okay. Ihr seid immer nachts immer betrunken auf so Felder gegangen und du hast immer so am Euter so gezapft, so mit dem Mund so. Ja, genau. Total. Konga, yes. Überraschung! Boah, voll schön, Sonnenblumen. Ja, warum tust du sowas? Das war so, jetzt hast du mein Feld kaputt gemacht. Weißt du, ich hab mir die komplette Folge, habe ich dran gesessen, Sonnenblumen, nein, hab ich nicht. Aber ich habe extra für dich Sonnenblumen gefarmt, weil du bist ja so ein Gärtner, ne? Bin ich wirklich. Ja. So. Wir sind ja alle, du hast ja hier Dingens hier, ne? Dein Meister gemacht. Ja, Meister in Gärtnerei, nicht Micha, sondern ich. Ja. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Ja, bin ich auch. Ja, genau, Micho, das ist auch die Meinung, die ich vertrete. Ja, finde ich aber auch, finde ich richtig. Ne, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Ja! Wow, ich werde im Nerz angegriffen. Komm mal schnell bitte her. Oh. Komm mal bitte schnell her. Early, geh du vor, du hast ein Schild. Oh nein, ich muss mich hier einbauen. Early, geh vor, du hast ein Schild. Ich habe nicht viel zu essen, hast du Essen dabei? Jetzt zu spät. Scheiße. Alter, du Arschloch! Du bist dreckiges Arschloch! Sander! Nein! Du überlebst das! Komm, du überlebst das! Du mieses dreckiges Stück Scheiße! Ja. Du Arschloch! Du mieses Arschloch! Du Arschloch! Du Arschloch! Ich hab's gewusst! Wie darfst du mich da reinschlagen? Du Arschloch! Du mieses! Du Dreckiger! Du Dreckiger! Ich hatte 27 Level! Du Arschloch! Meine ganzen Sachen! Alter, weißt du was? Ich habe uns 3 Stacks Essen gefarmt! 3 fucking Stacks Essen! 2 Folgen lang! Konga, fick dich! Ja, Oliver, geh vor, du hast ein Schild! Halt deine Schnauze! Das war so geil, es war einfach alles geplant. Es war einfach perfekt. Es war einfach perfekt. Es war einfach perfekt. Aber Early, keine Panik, Alter, deine Sachen sind alle noch live. Ja, und keine Panik. Du bist auch live! Krass. Ja, ich bin auch live, aber du nicht. Wir haben dein ganzes Essen noch, keine Sorge. Hat alles cool, überlebt. Ich hab ein Schild, endlich. Ey, dein Essen hat überlebt. Early. Hättet ihr nicht bis zum Ende der Folge warten können damit? Ich wollte doch so viel machen! Eigentlich war es echt dumm, ne? Wir haben uns damit jetzt selbst ein Eigentor geschossen, weil wir Early Boy jetzt nicht mehr haben. Ja. Ich wollte Zuckerrohr farmen, die Folge lang. Das Einzige, was Early Boy gemacht hat, ist Sonnenblumen organisiert, ein Stack. Das habe ich letzte Folge in den letzten 2 Minuten gemacht. Early Boy.
Ladyboy, du süßer Boy. Leck mich, das gibt Rache! Oh oh. Ladyboy, ich nutze mal deinen Eisenpick, um meine zu reparieren, okay? Leck mich! Okay, komm, guck mal, lass wieder zurückgehen. Ja, lass wieder zurückgehen. Lass ohne Ladyboy Spaß haben. Du bist jetzt gestorben, ne? Bestraft. Die Sachen liegen immer noch da, nimm die doch mal mit! Hä, wir haben doch alles mitgenommen, was wichtig war. Ach krass, hier sind noch Items durch Dingens gefallen. Die liegen da noch! Ja, das ganze Essen. Nein, ich hab das ganze Essen. Ich hab über einen Stack Essen von dir aufgehoben. Auch die Sonnenblumen? Ja. Auch die Sonnenblumen. Haben wir alles. Ich hab mal dein Schwert benutzt, um meins zu reparieren, Early, ja? Halt die Schnauze. Early. Ich sagen, wir machen draußen. Ihr werdet so unglaublich leiden. Verlasst euch drauf. Weißt du, warum ich da keine Angst vor hab? Weil du total unkreativ bei Trolls bist. Leck mich. Micha, hey, komm, aber du musst jetzt ehrlich zugeben, der Troll war geil. Ja, Early, er war voll Arschloch! Ja, voll okay. Dafür, dass man bedenkt, dass wir damals nicht hauptberuflich Clowns waren. Oder, Micha? War das doch ganz nice, oder? Irgendwie tut mir das jetzt richtig leid, ne? Glaube ich nicht. Aber irgendwie auch nicht. Nee, Rache, du. Nee, sag mal, was hast du denn so vor? Was stellst du dir denn so vor? Wartet ab! Ja, erzähl mal so ein bisschen. Was hast du so für Pläne für die Zukunft? Weiß ich nicht. Erstmal die Folge beenden. Ah, Moment, wir müssen ja noch hier was festlegen. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Du musst also, da du ja jetzt gestorben bist. Stimmt. Ja, ich würde sagen, komm, diesmal, wir haben letztens schamlos übertrieben, das haben wir gesehen. Da würde ich sagen, machen wir diesmal 6.000 Likes. Kein Spaß. Was sagen wir? 2.000? Ich würde 2.500 ansetzen. Nein, ich würde 2.000 sagen. Ja, okay, 2.000 Likes. Wir fangen also wenn die Zuschauer, noch und nochmal, um das nochmal klarzustellen, ne? Das hat nichts mit Like-Geilheit zu tun oder so, sondern wir zählen ja die Dislikes auch mit rein. Eben. Das heißt, wenn euch ein Video nicht gefällt oder so, oder euch das grundsätzlich gefällt, habt ihr immer die Möglichkeit zu sagen, nö, Dislike. Richtig. So, aber wir wollen damit einfach nur euch die Chance geben, zu entscheiden, ob Early Boy bestraft werden soll oder nicht. Und wenn Early Boy bestraft werden soll, dann müsst ihr einfach insgesamt 2000 Likes inklusive der Dislikes zusammenbekommen. Und wenn ihr das schafft, dann muss Early Boy eine Bestrafung machen am nächsten Tag. Richtig. Ja, diese Bestrafung könnt ihr für abstimmen. Die Abstimmung findet ihr unten in der Beschreibung bei jedem von uns. Ansonsten, ne, liken oder disliken müsst ihr bei meinem Video. Das passiert, wenn ihr es mit Sander oder Kunga macht. Genau. Dann hat nichts mit der Strafe zu tun. Gut. Richtig. Genau. Dann sehen wir uns möglicherweise morgen zur Strafe bei mir wieder. Ansonsten übermorgen zurück bei Deathlash. Und bei uns geht's noch weiter. Ja, genau. Guckt bei den beiden Deppen vorbei. Die findet ihr heute in der Beschreibung. Bis dann. Tschüss. Tschüss.